Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Warhammer-Freunde, zu Dawn of War 2 Retribution. So, wir steigen gleich mal in die nächste Hauptmission ein, nämlich im Sub in auf Meridian, in der Subsektor Hauptwelt, und dürfen endlich lieben Rust-Panzer einsetzen. Einer meiner Lieblingspanzer im ganzen Warhammer-Universum. General Castor, ich habe eine Übertragung von Meridian abgefangen. Die sollten Sie sich anhören. Prioritätskanal Sekundus. Lord Aszendant, ich führe die Glaubenden in den Sturm auf den Hauptwohnturm. Gute Nachrichten. Die Verteidiger des Turms sind gefallen. Sie waren nicht auf den Angriff von innen vorbereitet. Wie angewiesen halten wir den Turm und erwarten Übertragungen mit weiteren Anweisungen. Ruhm dem Aszendanten. Ruhm für Korn. Ja, hier können wir den Sergeant dann für den schweren Waffentrupp freischalten, was auch gar nicht so schlecht ist. Weil manchmal brauchen wir schwere Waffentrupps. So. Wir nehmen mal Lord Byrne mit. Wobei, wenn wir Panzer haben, könnten wir eher den Ogryn-Trupp gebrauchen für die mehr Bevölkerung. Aber ich versuch's mal mit Byrne. Habe ich ja das letzte Mal gesagt. Ja, und ich könnte Einheiten theoretisch an einem, an einer Chimäre weiter verstärken, aber da ich ja meinen Generalfeldmarschall habe mit seiner Valkyren, mit seinem Valkyren-Containerabwurf, ist das viel besser. Wir sind hier, an die Arbeit. So, das Tor da ist geschlossen. Ich sehe ihn, Sir. Sieht gut aus. Wir holen ihn. Ganz verstanden, Sir. Kommandant, ich rücke aus. Feindliche Gardisten greifen an. Ausrüstung in Empfang genommen. Warten, gehen wir in Deckung. Alle erzittern vor den Truppen des Imperators. So, der erste Angriff des Gegners war ja schon mal nicht so prickelnd. Ich höre zu. Zeit für etwas Bewegung. Wir haben jetzt aber schon mal genug Energie für einen Panzer. Gardisten in Deckung, Männer. Gardisten. Wir werden angegriffen. Melde Feindkontakt. Das ist ziemlich zerstört. So, führen wir gleich mal unseren einen angeschlagenen Gardistentrupp nach. Oh, da ist ein Baneblade. Und Zwischensequenz. Ach nee, lieben, was kein Baneblade. So, der lieben Rust wird zurückgezogen und die Brücke sprengen sie. Boing. Ziel bedient. Diese Teufel haben unsere Linien durchbrochen. 15. Öffnen Sie einen Kanal mit Luftunterstützung und warten Sie ab. Wenn Sie ins Hauptquartier eindringen, möchte ich, dass der Himmel auf Sie fällt. Melde Feindkontakt. Feindliches Ziel eliminiert. Und da kommt schon der Banewolf. So. Fahrzeug ausgeschaltet. Wir sind bereit. Nehmen das Ziel ein, Sir. Wir sind bereit. Das war der Banewolf. Dann los. Wir sind eigentlich hier. Ist ein Kampf in Sicht, Sir. Jetzt müssen wir das Gebäude da irgendwie leer kriegen. Wir haben das Ziel in der Hand, Sir. So. Wir haben hier leider keine Versorgungskisten, sonst hätte ich jetzt schon meinen ersten lieben Rust-Panzer gerufen. Aber hier gibt es ja einen Anforderungspunkt, den ich einnehmen kann. Und ich glaube, hier unten dürften auch öffentlich irgendwo Kisten rumliegen. Oh, hi Ogrenz. Na los, schickt Lord Byrne vor. Feindlicher Soldat besiegt. Gut. Ihre Kardianer wollen uns testen. Aktivieren wir mal den Fanatismus und greifen dieses blöde Geschütz an. Wir werden angegriffen. Ihre Kardianer wollen uns testen. Feindliches Ziel in
So, das war der Turm. Und wir haben genug Anforderungspunkte für... Nur zu, Sir. Befehle, Sir. Entdeckung! Ihre Kardianer melden Feindkontakt! Einen lieben was. So, füllen wir mal nach. Dadurch wird nämlich auch unser Feldmarschall nachgefüllt. Ihre Kardianer wollen uns testen. So, dann brechen wir hier einfach mal durch. Habe ich eigentlich schon die Reparaturfähigkeit von meinem Sergeant? Ja, habe ich. So, dann wird mal hier schön gegenrepariert. Und dann machen wir den Bunker hier platt. Oh, da kommen Obrins. So. Ich hab auf dem Weg. Stehen bereit. Ihre Kardianer wollen uns fest. Feind berühren. Du hörst nicht auf, den zu reparieren. Und ihr weiter nach oben. Lord Byrne, wo ist der abgeblieben? Ach, hier. Da oben ist wieder ein schwerer Waffentrupp. Wir sind dann los. Marschbefehl bestätigt. Den machen wir mal schnell weg, den Waffentrupp. Und sobald wir hier drüben an dem Kontrollpunkt sind, oh, hi. Eine Chimäre. So. Schweres Waffenteam ist weg, also können wir auch mit der Infanterie vorrücken. Konzentriere dich mal auf die Chimäre. Gut. Und wir haben genug, um einen zweiten Limnoas-Panzer zu holen. Starten das Bombardement, Sir. Ja, den müssen wir als erstes ausschalten, damit, bevor wir die Festung ausschalten können. Das wird das nämlich ärgerlich. Das war mein normaler Gardistentrupp. Die Ogrins prügeln auf dem lieben Wasspanzer ein. Valkyrie ist heiß und im Anmarsch. Gut, das Tor ist offen. Ich höre zu. Bin in Bewegung.
bist, Bewegung, Männer. Sie ist zerstört. Die Rohrgrüns haben es auf den gesehen. Wo ist Lord Byrne mal wieder? Der ist doch da hinten. So, das heißt, wir rufen einen Baneblade und einen neuen Gardistentrupp. Nicht. Warum sage ich immer Baneblade? Weil ich immer gerne einen Baneblade hätte, weil der alles tötet. Gardisten sind bereit. Nachricht erhalten. Valkyrie ist heiß und im Anmarsch. Oh. Hier Zeit für etwas Bewegung. Netterweise bebomben sie sich meistens selber. Wir werden angegriffen. Ihre Kardianer wollen uns testen. Ja, wer belebt denn wieder? Auf Befehl. Am besten beim Feldmarschall. Die Wunde von heute ist nur die Narbe von morgen. Und mein lieben Nuas wird ihn unterstützen. Verstanden. Position erfasst. Dabei. Wir erobern das Ziel, Sir. Gardisten sind bereit. In Deckung, Männer. Verstanden. Valkyrie ist heiß und im Anmarsch. Ja, von mir aus. So, das Geschütz, da müssen wir ausschalten, bevor das meine Panzer zerlegt. Weil das ist ein Anti-Tank-Geschütz, ein schweres. In Deckung! Melde Feindkontakt, Soldaten! Nur zu, Sir. Wir werden angegriffen! Na gut, gegen... Infanterie hat es auch ein bisschen Wumms, aber dadurch, dass es... einzelne Einheiten sind, ist das nur halb so schlimm. Wir sind jetzt unterwegs. Valkyrie ist heiß und im Anmarsch. Als wir gegen den lieben Was. Und ich merke gerade, mein lieben Was fährt verkehrt rum. Kann sich ruhig rumdrehen. Das ist ziemlich zerstört. Wir sind bereit. Feindlicher Soldat besiegt. Oh, ein Bane-Wolf. Gut, von dem Geld kann ich mir noch mal einen Gardistentrupp holen. Also von den Anforderungspunkten, die ich gerade habe. Bewegung, Männer. Hier Gardisten. Befehle. Mist. Da war der eine außer Reichweite. Das hat jetzt zum Glück nicht sonderlich wehgetan. Warum musst du eigentlich immer verkehrt rumfahren? So, eine Napalm AV4. Ihre Kardianer wollen uns testen. Du ziehst dich mal zurück. Bei dem Bunker ist so ein blödes Waffenteam. Und im Anmarsch. Au. Wir werden angegriffen. Melde Feindkontakt. Ja, diese... Schw-
schweren Waffenteams in den Bunkern sind nervig. Das ist wahrscheinlich mal wieder ein Fall für die Infanterie. Feindliches Ziel eliminiert. Wir werden angegriffen. Du reparierst schön weiter. Während die Infanterie vorrückt. Wir verstanden. Setzen uns in Bewegung. Hier, Kommandant. Wir werden angegriffen. Da ist nämlich schon wieder so ein blödes, schweres Waffenteam. Valkyrie ist heiß und im Anmarsch. Ziel eliminiert. Au. Das tat ein bisschen weh. Nur zu, Sir. Ich höre zu. Aber zum Glück. Ich kümmere mich persönlich darum. So, der ist fertig repariert. Nehmen wir den da. Und Truppen nachrüsten. Gut, ich rücke vor. Wir sind bereit. Hoffentlich ist das auch wichtig. Sentinel, anvisieren. Oh, ein Bienenwurf. Das war ein Bienenwurf. Verstanden. Setzen uns in Bewegung. Ich höre zu. Auf dem Weg. Wir werden angegriffen. Unsere Deckung ist gut. So, das heißt Vorwärtsmarsch. Für die Kavallerie. Weil die paar Truppen haben keine Chance dagegen. So, Luftwaffenbunker ist ausgeschaltet und wir kriegen eine Auszeichnung des Kommissariats. Sehr nett. Das Ding ausschalten! Wir sind jetzt unterwegs. Gut, nochmal einen Gardistentrupp. Ich höre zu. Gardisten sind Gardisten. Gardisten. Befehle warten auf Befehle. Wir sind bereit. So, den auch. Schwere Waffen. Ich rücke vor. Und dann wieder zurück, dass wir uns auf dem Angriff hier auf die Festung sammeln können. Sir, Verbesserungen sind abgeschlossen. Ich liebe meine schweren Panzer. Die Feuerpower des lieben Was. Die Ironie, dass hier kaputte Predator-Panzer des Space Marines rumstehen. Sind bereit. Oh, die sind noch gar nicht richtig aufgefüllt. Dann noch einmal. Oh, du kannst nicht aufgefüllt werden, weil Bevölkerungslimit erreicht, ja? Meldefeind, wir werden angegriffen. Wir sind hier im Kampf. Ihre Kardianer wollen uns testen. Dann stürmen wir eben vorwärts. Feindliches Ziel eliminiert. Das ist eben die Hauptangriffsstrategie der imperialen Armee. Die Infanterie rückt vor, die Panzer geben Deckung. Und wie man sieht, es klappt auch ganz gut eigentlich. Oh, da ist ja schon wieder der lieben Rastpanzer, der gegnerische. Zwei Leben was Panzer sogar. Ich rücke vor. Nur zu, Sir. Wir verstanden. So. Setzen uns in Bewegung.
warten wir darauf, dass wir wieder Truppen kriegen. Ziel zerstört. Melde Feindkontakt! Bitte fortfahren! Jawohl, Sir. Wir warten auf Position erfasst. Feindliche Soldat besiegt! So. Das war's eigentlich schon. Aufgegriffen wird. Bleiben Sie hier in Position und wehren Sie alle Eindringlinge ab. Ihre Belohnung für Ihren Glauben wird bald ausgeteilt. Schädel für Korn. Nein! Hilfe! Lord Kyr! Jo, damit haben wir den Beweis, dass Kyras der Böse ist. Der Ordensmeister der Blood Ravens. Oh, zweites Geschenk des Artificers. Ein schönes Scharfschützengewehr für den Generalfeldmarschall, eine meisterhafte Laserkanone und Erfahrung für einen Trupp. Also jetzt wahrscheinlich für die Inquisitorin, weil die hinkt etwas hinterher.